Hallo und willkommen zurück bei Little Big Workshop. So, wir wollten ja hier den Raum mal umgestalten. So, Grundmaterial. Soll ich hier die Grundmaterialien machen? Grundmaterial wird hier meistens als erstes in so einen Teil gemacht. Oder soll ich hier hinten anfangen, dass hier Grundmaterial ist? Dann könnte man hier eventuell noch eine Tür hinmachen, dass die Sachen direkt hier durchtragen und nicht immer hier durch die Räume laufen müssen. Weil hier werden wir nochmal einen Raum hinmachen. Mit einer Tür. Aber was wir jetzt auf erstmal machen ist, brauchen wir überhaupt zwei Schweißmaschinen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich verkaufe die auch mal wieder. Wenn wir sie brauchen, dann bauen wir sie wieder hin. Ist doch kein Problem. So, jetzt tun wir die speziellen Teile hier auch hin und koppeln den mal ab. So. Wird an den gekoppelt. Was kann der überhaupt? Der biegt. So, den tun wir auch weg. Erstmal. Ach, der passt da gar nicht in die Ecke. Egal. Wir schnappen uns einen so einen Teil. Der kommt hier in die Ecke. Ja, ein bisschen größer könnten wir den schon machen, ne? So, wenn wir den jetzt hier noch hinsetzen, ungefähr hier, dann könnten wir hier noch ein Regal hinstellen. Oder sollen wir die Regale wieder mittig in den Weg stellen? Könnten wir natürlich auch machen. Tun wir den mal weg. Warte, wenn wir die jetzt theoretisch wieder in den Weg stellen würden. Dann würde hier sogar noch eine Maschine hinpassen, oder? Nee, die ist ziemlich groß. Der geht noch ein kleiner. Der ist auch ziemlich groß. Hier würde einfach keiner hinpassen. Außer wir verschieben den noch ein bisschen. Gibt's doch nicht. Okay, geh mal dahin. Du bist komplett im Weg, Alter. So. So.
Hörst du mal auf, irgendwo anzuklippen? Jetzt setz dich doch da rein, Alter. Oh, Alter. Alles weg hier. So, du gehst jetzt dahin. Der will da nicht reinklippen, ne? Ich raste aus. Ja, dann gehst du halt dahin, ist mir doch egal. So. Den löschen wir. Vergrößern den. Mensch. So, verbinden den noch mit dem und dem und dem. So, wenn ich jetzt hier eine Wand reinziehen würde. Mit hier einer Tür. Zählt das dann immer noch für als einen großen Raum? Ich hoffe nicht. Ja, aber nicht mehr so schlimm. So, hier könnten wir jetzt ja noch... Wir haben ja noch Deko, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes reinmachen. Klatschen wir jetzt hier diese komischen Viecher rein. Der passt nicht, war ja klar. Ich finde die Pflanze auch so kacke irgendwie. Ah, schade, dass der nicht hier reinpasst. Passt aber super hier in die Ecke. Wie viel fehlt denn da? 25, also 26. Ein Ventilator passt hier doch noch rein. Hier schön da rein und dann müssten wir positive Werte haben. So, den verbinden wir auch noch mit dem. Reparieren. 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 Müssen tatsächlich mal mit Metall arbeiten, um zu sehen, wie sieht's aus, wie viel passt rein. So. Den klatschen wir erstmal hier hin. Jetzt haben wir hier so viele von den Dingern gekauft. Ich würde sagen, die verstauen wir erstmal. So, der kommt hier hin. Jetzt kommen die Teile natürlich dahin. So, die klatschen wir genau wie bei dem anderen wieder mitten in den Raum. Aber machen wir das mit denen anders? So, in den Raum auch einmal bitte. Thank you.
Vielen Dank. Gibt sogar Kohle. Das ist das Beste daran. Normalerweise musst du für sowas Geld ausgeben. Hier nicht. Hier gibt's Kohle. Weißt du was? Verkauf die Schalltafeln. Auch wenn ich mir nachher eh wieder welche kaufen muss. So, wie machen wir das jetzt am besten? Sonst machen wir hier eins extra für die beiden. Ich hoffe mal, einer reicht. So. Mit dem gelingt. Jetzt haben wir ja noch die beiden hier. Und jetzt könnten wir aber hier ein gelbes Zwischenlager machen. Wobei, sonst würden die das von hier nach da tragen. Das würde eigentlich gehen. Geh mal nach da. Der steigt immer weiter, das ist sehr gut. Die Nachfrage ist konstant, sonst könnten wir noch ein paar mehr bauen. Wir müssen halt das mal in Betrieb sehen, ne? Setz jetzt mal nach da und schieb die einen weiter rüber. Kann ich den bitte einen weiter rüber schieben? Nein, dann geh weg. So, danke. Kann sie ja mal bauen. Haben wir hier was Neues? Nee. Gegönnt. Jetzt schieben wir den noch ein bisschen darüber, damit der komplett mittig im Raum ist. Jetzt haben wir hier sogar noch ziemlich viel Platz. Jetzt schieben wir den auch noch mal ein bisschen rüber. Hätten wir den gar nicht so eng bauen müssen. Den tun wir mal hier in die Ecke. Wie sieht's überhaupt aus? Ziemlich gut. Von der Laune her sind wir sogar ziemlich gut dabei. Wir haben ja noch voll viel reingeklatschtes Zeug, ne? Also, ist ja klar. Du kommst schön in die Ecke, vor dir könnt die Pflanze, dann kannst du, kann die fleischfressende Pflanze Pflanzen fressen. Nee, die fressen sich gegenseitig.
Die reden miteinander. Ich meine, ich könnte den Gerümpel auch verkaufen und durch bessere Deko ersetzen. Die nehmen zumindest weniger Platz ein. Komm, ich mag diese Pflanzen eh nicht. Ich tu die weg. Bin kein Freund von denen. Tu jetzt hier so einen schönen Arcade-Automat hin. Wie sieht hier die Deko aus? Wieso wird der mir hier angezeigt, aber hier nicht? Ach so, ich verstehe. Minus 1? Okay, da muss noch was rein. Ist ja nicht so, als hätten wir da keinen Platz mehr. Und ein schöner Süßigkeitsautomat. Hier schön in die Ecke. Zack. Zu wenig Credits. Ich meine, wenn wir warten... Wäre das natürlich noch besser, ne? Wenn wir jetzt noch 2 Tage warten. Wie viel könnten wir denn... wie viele Tage würden wir denn... Ich will irgendwie 2 Tage. Ich will aber keine Überreste haben. Wir könnten nur 2 produzieren. Das dauert 20 Tage. Ja, aber guck mal, wie das Geld hochgeht, wenn ich jetzt noch Tage warte. Egal, komm. Wir brauchen jetzt die Kohle. Fünf Tage. Alter, was ist das für ein Kohle, Alter? Schaffen wir das überhaupt? In 5 Tagen? Gehen wir natürlich auf Sägen. Ist ja klar. Oh, nähen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen sehr viel Stärke. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen in der Zeit. Wir würden 9 Tage brauchen. Alter, wie viel Geld das gibt. Aber wie viele Tage haben wir nur? 5. Schaffen wir leider nicht. Schaffen wir den in 3 Tagen? Wir gehen auf Formen. Hier gehen wir nochmal auf Formen. Hier gehen wir jetzt auf den. 6 Tage. Verdammt. Ich meine, wir können sie ja mal verbinden und gucken, ob das dann irgendwie schneller geht. Wir
wenn ich die verbunden habe. Weil ich ja vieles doppelt habe. Sechs Tage. Das schaffen wir nicht. Hier müssen wir noch was reinmachen. Hier, den haben wir noch nicht. Wir machen das einfach so. Wir schieben den dahin. Den dahin. Und dann bauen wir hier so einen Logentisch ein. Fertig. Dann haben wir überall ziemlich hohe Moral. Dino. Und Isabel. Gut. Ja, was bauen wir denn als nächstes? Stuhl, 5,10 Tage. Drei Tage? Ja, um 26,33. Der ist auf jeden Fall weniger Arbeit. Wir nehmen die mit weniger Arbeit. Acht Tage auf einmal. Das ist so ein Mist. Die geben uns noch Aufträge, die wir nicht mehr in der Zeit hinkriegen. Drei bis 17. Haben wir nicht genug von denen. Klar, wenn wir überall genug Maschinen hätten, würden wir es hinkriegen, ne? Oh, das wäre das erste Mal, dass wir den haben. Vier Tage. Wie viel? Das gibt's doch nicht. Was sind denn das auch hier alles für Wuchertage? Ich meine, der war schon geil, aber ich habe noch nichts ausgewählt und es sind schon drei Tage. Naja, gut. Das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!